Servus und willkommen auf meinem Kanal MyFoodMax. Heute mache ich einen Apfelkuchen mit Pudding. Wenn du nicht verpassen willst, wie ich diesen zubereite, dann bleib einfach dran und abonniere meinen Kanal. Es wäre toll, wenn auch du die Glocke aktivieren würdest, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Die Zutatenliste findest du wie immer in der Beschreibung. Als erstes kommen 250 ml Milch in eine Kasserolle, 50 Gramm Zucker und 25 Gramm Speisestärke. Mit einem Schneebesen vermische ich alles, bis sich der Zucker aufgelöst hat und schalte dann erst den Herd auf mittlere Hitze ein. Die Milch wird unter ständigem Umrühren erhitzt, bis sich der Pudding eingedickt hat. So sollte es am Ende aussehen. Damit sich beim Abkühlen keine Haut bildet, breite ich etwas Klarsichtfolie direkt auf den Pudding aus. Zwei Äpfel werden geschält, geviertelt und der Strunk rausgeschnitten. Die Äpfel schneide ich jetzt in gleichmäßige Scheiben. Sie werden in eine Schale gelegt und kurz auf Seite gestellt. In eine Schale gebe ich 200 Gramm Mehl rein, 6 Gramm Backpulver, 100 Gramm Zucker, 100 ml Milch und 2 Eier. Mit einem Schneebesen vermische ich alles zu einem glatten Teig. Die Apfelscheiben kommen in eine Springform und werden gleichmäßig am Boden der Form verteilt. Jetzt kommt der Teig darauf. Auch der Teig muss etwas verteilt werden. Ein Spritzbeutel wird über ein Glas drüber gestülpt und mit dem bereits auf Zimmertemperatur abgekühlten Pudding befüllt. Der Pudding wird jetzt spiralförmig aufgetragen, bis der Beutel leer ist. Wer etwas kreativer ist als ich, kann sich jetzt künstlerisch austoben. Der Apfelkuchen kommt für 30 Minuten bei Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Bevor ich den Kuchen anschneide, muss er erstmal kurz abkühlen. Wer möchte, kann etwas Puderzucker drüber streuen oder etwas Schokolade drüber reiben. Dann schneiden wir mal den Apfelkuchen an und schauen, wie toll er innen drin ausschaut. Die Apfelscheiben sind wunderbar mit dem Kuchen umhüllt und der Pudding hat außen eine feste Haut gebildet, ist innen aber schön weich. Mit ein paar wenigen Zutaten lässt sich ein unglaublich leckerer Apfelkuchen mit Pudding in kurzer Zeit zubereiten. Ich hoffe, ich konnte dir Lust auf das Rezept machen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann hinterlass mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du meine weiteren Videos nicht verpasst. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.